So, wir machen weiter bei der Aufnahme. Bei der Aufnahme bei Secret of Evermore, wollte ich sagen. Aber hey. Und der Darius ist immer noch dabei, vielleicht, eventuell. Nee. Falls er nicht im Hintergrund plötzlich verschwunden ist. Nee. Das ist. Ach, warte, hier waren wir noch nicht. Ah, gucke mal. Oh mein Water Gott, und 100 Wasser. Krallen. Ich bin reich. So, und jetzt bitte. Ach so, ich dachte. Hä? Hallo? Ach, links, rechts raus. Ah. Ja, also du willst in die Lava. Ja, nee. Huch, der kommt runter. Hallo. Na? Kommt der gar nicht. Klar kam der runter. Jetzt geht er rauf. Jetzt kommt er wieder runter. Boah, der hat voll Spaß, immer hochzulaufen und runter zu rollen. Hätte ich auch an seiner Stelle, würde ich immer wieder hochlaufen und dann runterrollen. Jetzt macht das nicht mehr, jetzt läuft er runter. Vollhorst. Aua! Ist irgendwie wie Schlurp. Ja, nur mit weniger, mit mehr Stacheln und bisschen böserem Gesichtsausdruck. Und lila anstatt pink. Konnte Schlurp sich auch zusammenrollen? Ich glaube nicht. War kein so armer Dillo-Viech. Aber hat mir lange Zunge. So, das ist ja auch wieder ganz toll hier. Okay, suchen wir den Pfeffer. Entschuldigung. Wie komme ich? Ach so, von da hinten irgendwann irgendwie. Moment, warte mal, der Hund ist doch jetzt noch aggressiv eingestellt, oder? Vom Bosskampf. Ah, nee, wie komme ich jetzt zum Hund rüber? Ah, danke. Verhalten. Ja, das können wir mal wieder zurücksetzen. Wozu, damit er schnüffelt oder was? Bitte? Wozu, damit er schnüffelt oder was? Zum Beispiel. Okay. Was, noch ein Sch. Aber der bringt ja hier gar nichts. Wohl. Wahrscheinlich schon, aber. Aber gerade nicht. Na, oh, super. Au. Kannst auch deinen Speer aufladen und werfen, ne? Ja. Hab ich gar nicht vergessen. Es macht vor allem mehr Schaden. Also deutlich. Hier! Nun musst du treffen. Keine Ahnung, ob ich getroffen habe. Keine Ahnung, vielleicht galt das schon offscreen. Alter, jetzt aber hier, Mensch. Du wirst verprügelt. Bisschen. Oh Gott. Okay. Die sind zum Glück nicht die hellsten. Hallo? Hallo? Oh Gott. Er hat seine Kumpels geholt. Hey, schon meine Brüder hier. So. Jawohl. Und du da oben auch, ja. Oh oh, Hilfe. So. Paff. Jawollo. Ich werde auch bald leveln, dann müsste ich doch eigentlich und so geheilt werden. Das sollten wir doch bis dahin noch hinkriegen. Wurzel. Gleich mal Heilzauber einsetzen. Wahrscheinlich eine Wurzel. Ja, natürlich. Yes. Wow. Plop. Holy shit, 21 ist fast so gut wie ein Blatt. Ich glaube, den Stein kannst du runterschmeißen, einfach mit einem Schlag oder so. Was? Ja, richtig. Ach, das hätte ich da drüben auch ge. Och. Da hätte ich jetzt wieder ewig gebraucht, bis ich da drauf gekommen wäre. Ist mir gerade so eingefallen, wo ich die gesehen habe. Denn so viel Pfeffer brauchst du gar nicht. Und die nicht? Nee. Ja, der steht nicht so an der Klippe, weißt du. Ach, ja. Ja, die machen dann unten einfach Dings, ne? Wie du schießt. Wurde. Ihr Mensch. Deswegen sehen die auch anders aus, die Kann ich den Steine. von hier aus eigentlich schon mal killen?
Ja, wahrscheinlich. Wenn der Stein nicht in der Wand ist. Yes! Ups, zu bald. Zu bald losgelassen. Und er kommt nicht wieder. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Du kannst ihn aber auch von links da angreifen. Ha! Nein! Er hat was gedroppt. Schnell! Schnell! Ich will's haben. Schnell! Was immer es ist, wahrscheinlich Blätter, die ich eh schon 1000 Stück habe. Oder 10 Krallen, hallo? Ja, das wäre voll gut. Ach so, das bleibt so lange, bis ich's... Ja, richtig. Ah. Du kannst ein Blatt einsetzen und dann einsammeln immer. Oh. Stimmt, hast du mir schon mal gesagt. Habe ich wieder vergessen. Aber es können dann halt auch Krallen sein oder so, deswegen... Naja, aber Blatt einsetzen ist ja... Ja, gut, ja. Ja, ja, du hättest eine Chance auf Vollblatt wieder zu bekommen und ein Blatt eingesetzt zu haben. Richtig. Auf jeden Fall besser, weil du eh schon angeschlagen bist. Richtig. Das Einzige, Quatsch, was fragwürdig wäre, yes! Wenn du ein Problem hast oder so. Ja, oder wenn ich kurz vom Level up bin. Ja, oder das. So wie jetzt gerade. Jetzt hätte ich nämlich das Blatt verschwendet. Ne, jetzt hätte ich es nicht verschwendet, weil... Ja. Wird's aufgesammelt. Ja, richtig. Würdest du bitte... Okay. Das Ding geht aber auch wieder zu. Naja, das heißt, du könntest deinem Hund ein Blatt geben. Wir irgendwann... Stimmt. Die Blätter kann man aber nicht leveln. Nee. Ich könnte aber auch warten, bis ich es dringender brauche. Na, dann müsstest du aber wieder hier zurücklaufen. Das stimmt. Und es ist ein Blatt. 40 Leben. Yay. Ach, jetzt bist du hier. Oder noch? Nee, noch gar nicht. Oh. Wo kommt der Typ endlich? Der Typ? Ja, der Typ. Ach, der Typ? Der Typ der Typen. Na dann, wann kommt der Typ? Mal gucken. Ja, wow. Voll durch den Kopf, Miss. Damage Output. Ja. Ah. Oh. Jawohl. Nektar, Alter. Tja. Hat er richtig was dabei. Nektar bringt ja sogar recht viel, 150. Aber ich habe schon genug Nektar. Der Hund aber nicht. Das stimmt. So, ich müsste mich auch mal wieder kurz muten. Warum? Weil... Moment. Er nennt mir nicht mal den Grund. Was soll das? Du bist leise. Schups, ich hab... Danke. Das, ja... Wenn ich alleine aufnehmen würde, hätte ich jetzt die ganze Zeit mit dem hochgeschobenen Headset... Scheiße. Nice. ...weiter aufgenommen. Und wir haben wieder eine Wurzel gefunden. Oh mein Gott, du kannst dich um 21 heilen. Sag mal, wie krieg ich denn den jetzt da weg? Wohl mit deinem Leben, geh links. Da wo du gerade warst. Ja, da ging es aber aus dem Raum raus. Ja, vielleicht kriegt man da Pfeffer. Aber dann sind die Gegner hier wieder da. Dann hast du Pech gehabt. Verdammt. Okay, 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 okay. Bitte, Spiel, lass mich den Screen wechseln. Danke. Screenwechsel Tactics. Shit, du hast Asche gefunden. Räume, wo einfach in
nachdem man 5 Bosse besiegt hat, sind dann plötzlich Leute, die dir Zauber geben. Wie soll man glaubst du, ja? Kommen? Ja, nach dem anderen gerade eben ja. Ja gut, den kann man halt ganz gut verplanen. Weil das halt auch so ein dämlicher Platz ist, wo er gespawnt ist. Das stimmt. Aber gut, ich werde den Schild wahrscheinlich eh nie einsetzen. Na, wenn ein Bosskampf beginnt? Ja, aber du kennst mich ja. Ja gut. Stürz mich immer rein, ich bin nicht so der Buffer. Aber in Zelda 2 wirst du schon buffen. Ja. Soweit ich es gespielt habe, ja. Das einzige Spiel, wo man ein Schild auf jeden Fall immer benutzt. Ich hab's nie durchgespielt. Keine Chance, nee. Was? Keine Chance. Irgend so einem blöden Tempel, wo dann nur noch welche von diesen blöden Schild-Heinis da kommen. Oh, nee. Ach, die oben unten. Hm. Die heißen Eisenpanzer. Ah, okay. Wenn man das DK-Video geguckt hat. Den Stream? Nee, Remix-Ding. Ja, das Remix habe ich geschaut. Ja, da musste ein Eisenpanzer besiegen. Das war die Challenge. Ja. Und der Endboss mit einem Herzen. Ja. Das war hart. Na, Thunderbird mit einem und dann Shadow Link mit zwei. Ja. Ach komm! Come on, warum besiege ich den eigentlich? Weil es eine Pink Axe ist. Das ist Barney. Ich habe nichts gegen Pink Axe. Was? Oder wie das Ding heißt. Ich weiß nicht. Ach du... Ach Gott. Der komische pinke Dino. Ja, hieß der Barney? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Das war noch auf RTL Kids. Vor Power Ranger lief der, glaube ich. So voll der Stilwechsel. Erst Barney und dann Power Ranger, oder was? Lief da nicht auch noch Sailor Moon auf RTL? Keine Ahnung. Hab ich über Samstagmorgen den ganzen Scheiß geguckt. Drei Schaden. Hieß das Barney? Wie hieß das denn? Das Vieh heißt Barney, glaube ich, ja. Voll der creepy Vieh, so im Nachhinein. Na, was... wohin willst du? Na, irgendwo lang. Da kommst du doch her, oder? Nee, gar nicht wahr. Nicht? Da komme ich her. Ja gut, aber das war doch so ein 2. Echt? Du kannst doch einfach links laufen, nicht? Gar nicht wahr, nee. Guckst du. Gut, dann war das ja gerade eben. Davor, da war auch so eine... Da waren auch 2 Wege. Du lügst. Hast... Oh Gott, mein Hundi. Dann hast du aber auch einen Weg vergessen. Was? Muss gucken. Was guckst du? Wo habe ich einen Weg vergessen? Oh je. Links halt. Hier nach oben, überall. Und hier. Hier links und unten, glaube ich. Nee, rechts. Ja, ich habe auch links, rechts, welche. Ja, da. Guckst du vergessen. In der Tat. Yeah. Na gut, ich dachte, das wäre mit dem einen Raum verbunden. Oh, da kannst du sogar durch, vielleicht. Da rechts. Scheint irgendwie so. Ja, da kannst du durch. Oh. Wen haben wir denn hier? Ja, wer bist du denn? Ich verstecke mich hier vor der Echsenbrut. Ich kämpfe gegen die Echsenbrut. Sie sind dabei, den Vulkan zu löschen. Delete. Das ist so eine digitale Welt. Vulkan wird gelöscht. Dann vertraue dich mir an. Ich habe mich dir gerade anvertraut. Ich kämpfe gegen die Echsenbrut. Was soll ich noch erzählen? Meine Lebensgeschichte? Ich gebe dir etwas, das du sicher gebrauchen kannst. Das ist die Turbo-Antriebsformel. Sie wird deine Beweglichkeit in Kämpfen erhöhen. Oh, hast du gerade den Spanner da links gesehen? Oh, was tuscheln die da? Hm? Du
brauchst du etwas Wachs mit 2 Tropfen Wasser vermischen. Zum Glück haben wir davon ganz wenig. Und das Elixier ist fertig. Turboantriebsformel. Bin ich für einen gewissen Zeitraum schneller oder was? Boah, voll die Blitzfeder. Nee, ich glaube, du weichst besser aus. Erhöht Beweglichkeit des Zieles. Ja, und du zielst auf sie selber. Ich denke, du weichst besser aus. Okay. Also macht's bei mir wahrscheinlich keinen Unterschied, weil ich nicht ausweichen kann. Nee, ich meine, mit Miss und so. Ja, richtig. Kannst du ja auch, beziehungsweise blocken. Das heißt, ich kann das theoretisch auch... Oh, ist schön. Ich denke nicht, dass du schneller bist. Plabam! Aua! Nice ausgewichen. Ja? Du kannst halt nur so Schlägen ausweichen, glaube ich. Wenn dich jemand anrollt, kannst du das gar nicht auch, oder? Keine Ahnung. Mal schauen, wie lange es hält. Wahrscheinlich doch schon, ja. Auf Level 1 nicht so lange. Auf jeden Fall leuchten wir grün. Grün. Ach ja, aber dann doch, wenn das Schild auch so lange hält, kann man das schon für einen Bosskampf einsetzen. Ja, und das ist noch Level 1, ne? Ja, ja. Ich denke, die Verteidigung wird noch stärker, die es gibt und die Beweglichkeit. Kann ich eigentlich dann beides kombinieren? Also so das Ding schon, und das ja. Schild und alles mögliche? Ja, ja, doch. Okay. Ich denke, das so, da oben war ich jetzt schon. Das heißt, hier geht's dann nach rechts weiter. Hier ist nichts mehr, hoffentlich. Außer es gibt wieder irgendwas, wo man durch die Wand laufen kann. Ach, guck mal. No, es lässt nach. Aber hat lang gehalten, muss ich sagen. Ja, dafür, aber ich denke, dass es, Zeit dafür, wird dass auch es kaum was kostet, Wachs und Wasser, das kriege ich überall her. Passt. Noch. Später vielleicht nicht mehr. Wie? Wenn sich das Gebiet ändert. Das verkauft doch wohl jeder. Boah, nee. Muss mir aber nochmal kurz Muti. Da freut er sich. Total. Dann ist das meine Gähnpause. So. Huch! Ich will immer mit VSD loslaufen. Ich weiß nicht, warum. Habe ich gerade in Safe State geladen. So ein Käse. Good job. Ach, jetzt sind wir hier oben. Ja. Wo ich mich vorhin schon mal vorgestellt... Wo sind sie denn? Ach. Ach. Kann ich eigentlich auch die Gegner dann... den in ihr Mistding erhöhen? Vielleicht gibt es sowas, ja. Schauen wir mal, ob das Spiel mich das lässt. Nein, nein. Das ist für dich erhöhen. Oh. Gut tun, aber... Nee, ich meinte, ob das hier bei dem Zauber quasi. Aber, ach so, nee, aber. Ja, boah, 16 Mal Energieschild könnte ich schon einsetzen. Okay, dann können wir uns auch einmal den ganzen Spaß angucken. Wir sind gerade. Die Animation oder was? Ja. Das war schon sehr spannend gerade. Außerdem ist der Hund eh gleich tot. Der kann ein bisschen Abwehr vertragen. Aber kommt drauf an, wie viel es ist, ne? Ja, hier gucken wir jetzt nur noch 5. Stimmt, früher hat er 16 genommen, oder? Ja, ungefähr die Hälfte. Eigentlich nicht schlecht. Na, ich hab's halt nie benutzt, so wirklich. Krafthauch war das Einzige, was so oben war. Aber Krafthauch habe ich jetzt auch nicht. Ja, stimmt. Aber ich muss Hund heilen, also Blatt. Aber irgendwo konntest du halt immer Wurzeln kaufen, dann habe ich mir da immer Wurzeln gekauft und gut ist. Blatt, do your job. Ja. Hält aber auch immer noch, also der hält auch recht schön, der Schild. Das ist gut. Ja. Ja, sind durchaus brauchbare Sachen. Vor allem gibt es echt viele davon. So Zaubern und so. Dann wird es aber echt schwierig, irgendwann sich zu entscheiden, was man nimmt und was nicht. Ja, richtig. Dafür sind diese Typen, wo du umwechseln kannst, halt da, ne? Au! Ja. Also alle, wo man was gelernt hat. Ja, richtig. Ansonsten wäre das auch voll die unnötige Funktion, wenn du alle Zauber mitschleppen könntest. Voll dumm, dass du eigentlich nicht alle Formeln mitnehmen kannst. Eigentlich weißt du die ja. Das stimmt. Oh. Nu. 8, ja.
glaube, das war noch, hat noch gehalten gerade, oder? Huch. Ja, oder er kann schwach geschlagen haben, das geht ja auch. Wahrscheinlich eher das Schwächling. Oh Gott, 19. Ach, theoretisch habe ich ja eh so ein... Dann kann man das auch mal angucken, was passiert, wenn man stirbt und so ein Ding dabei hat. Hallo! Nicht schon das ist der so Typ. Einer. Nein! Ich der Typ. Der Typ der Typen. Ich will nicht. Der macht doch wieder irgendwie so einfach konstant irgendwann Schaden oder sowas. Ohne dass man was machen kann. Nee, der nicht. Das ist kein Boss. Ach so. Na, der eine ist immer rausgerollt und wieder zurückgerollt. Der ist schon... Na, dann passt's ja. Aber der hat dieselbe Farbe. Oh, na, das war jetzt ja... Huch! Yeah. Da bekommst du deinen letzten Pfeffer für den Stein. Wo war jetzt der letzte Stein überhaupt? Wieder ganz raus. Aber ich glaube, du kannst hier raus reingehen und wieder den Typ töten. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, dass eine Formel funktioniert mit, warte, was ist das? Pfeffer und... Warte, Alchemie. Pfeffer und Wasser. Mhm. Niest er die Steine weg oder warum werden die da mit Telekinese? Magic. Ja, jetzt natürlich. Ich glaube, du kannst jetzt Pfeffer farmen bei dem Typ oben, bei dem Silbertyp. Ich glaube, der kommt wieder. Das probieren wir aus. Das habe ich, glaube ich, echt gern gemacht. Aber ich glaube, man braucht gar keinen Pfeffer mehr. Wahrscheinlich. Aber man kann ja trotzdem mal kurz. Aber ich mag den Typ in Silber. Der ist schön. Ich fand diesen kleinen Bossfight bei dem auch immer cool. Na, mal gucken. Ich wollte ja eh noch zeigen, was passiert, wenn man stirbt. Du kannst dich auch einfach heilen. Aber dann sieht man nicht, was passiert. Silbertyp. Der ist voll schick. Hm. Und voll selten. Ich glaube, es gibt nur zwei im Spiel. Au! Doch. Ich hab doch was. Setz das ein. Hallo? Ja, sonst rewindest du kurz. Hä? Rewinder halt. Ich hab doch... Wie funktionieren die Dinger denn? Vielleicht musst du es irgendwie ausrüsten oder so. Ich weiß nicht. Quasi, dass man davon ausgeht, dass man demnächst stirbt und dann rüstet man es aus, oder... Ja, du kannst ja jetzt einmal einsetzen und dann gegen den Typ laufen. Ja, siehst du leuchtest jetzt so. Und wenn du jetzt stirbst, wirst du wiederbelebt. Hallo, töte mich. Kill me. Töte mich. Kommt drauf an, wie lange es hält, ne? Töte mich, Mann. Hallo? Würdest du bitte... Danke. Das Glück war dir hold. Ja, Mensch. Schöner Effekt. Wow, ganze 60. Ja, wow. Gleich wieder tot. Okay, also... Das dafür ist dein Hund draufgegangen. Ist jetzt irgendwie dann den Staub doch nicht so ganz wert. Ich dachte, das funktioniert wie so eine Zelda-Fee. Dachte ich auch. Ich habe Elfenstaub nie benutzt. Ich wusste nicht mal, wofür es da ist, glaube ich, als Kind. Aber das muss man dann wirklich im Voraus und nach dem Motto, oh, ich glaube, ich sterbe gleich... Und dann wirst du mit 60 belebt und darfst dich irgendwie anders heilen. Anstatt dich einfach davor zu heilen. Und das Ding kostet ja 200. Ja, richtig unnötig. Das ist ja Blatt und Nektar in Kombination viel günstiger. Vor allem, was heißt das Glück war dir hold? Kannst du auch einfach draufgehen? Aber vielleicht, wenn es so. nicht lang genug hält oder so. So 50-50. Ja, das kann auch sein. Oh yeah, noch mehr Pfeffer. Ja, richtig. Er gibt ja immer mehr. Jetzt kann ich zwei Steine heben. Ja Mensch, dann gehen wir das nächste Mal den letzten Stein heben. Und gucken mal, was danach so passiert. Danke fürs Zugucken. Ciao, ciao. Und tschüss.